Ja, herzlich willkommen zum Asana-Webinar. Wir möchten speziell auf die Situation im Homeoffice eingehen und haben dazu eine Studie, welche wir in Auftrag gegeben haben. Und natürlich möchten wir auf Asana verweisen, wie die Arbeit im verteilten Team besser bewerkstelligt werden kann. Einige Hinweise zum Webinar. Das Webinar wird aufgezeichnet, damit Sie das im Nachgang nochmal durchgehen könnten oder jeder, der nicht daran teilnehmen konnte, die Inhalte zur Verfügung gestellt kriegen. Die Präsentationsfolien und die Aufnahme geht per E-Mail zu. Die Mikrofone aller Teilnehmer sind stumm geschaltet, so auch der Chat. Aber Sie können Fragen über die Q&A-Funktion stellen. Und am Ende gehen wir speziell auf die Fragen ein. Mein Co-Host Sarah Ann und ich haben beide das Frage- und Antwort-Window geöffnet und werden dann, wenn es reicht, alle Fragen beantworten. Und wenn es nicht reichen sollte, die ausgewählten dringlichsten Fragen oder die am häufig gestelltesten Fragen. Zur Vorstellung: Mein Name ist Thomas Kronbach, bin Marketing Manager in Deutschland für Asana. Ansässig in München, wo ich auch gerade vor Ort bin natürlich. Ich gebe immer, weil wir im Homeoffice sind, einen kleinen Statusbericht übers Wetter. Es ist bedeckt, es regnet nicht. Es gab schon schönere Tage dieses Jahr. Dann möchte ich meinen Co-Host Sarah Ann Monks vorstellen. Sie ist Produktspezialistin bei Asana. Sie sitzt in Dublin, ist aber ausschließlich für den deutschen Markt eingesetzt und ist mit vielen Kunden, Teams, verschiedenen Leuten in Verbindung, um Asana erfolgreich einzuführen. Sarah Ann wird nachher die Demo geben. Das ist tatsächlich live am System und geht speziell auf 5 Tipps ein, deswegen auch 5 Wege im Titel des Webinars und dazu später mehr. Ja, bevor wir loslegen, möchte ich noch einen Hinweis geben für Organisationen, die sich für die Erforschung von Covid-19 einsetzen. Hier haben wir ein spezielles Programm, welches vorsieht, dass es ein Jahresabo von Asana gibt, um dort kostenlos zu arbeiten. Sollten Sie so eine Organisation kennen, die davon profitieren kann, dann geben Sie bitte gerne unter dem Link, der hier angegeben ist, die Organisation uns bekannt. Wir setzen uns dann in Verbindung mit der Organisation und evaluieren, ob es für diesen kostenfreien Zugang zu Asana ein Jahresabo geben kann. Ja. Dann möchte ich mal unser heutiges Programm vorstellen. Wir haben eine Analyse gemacht letztes Jahr zur Anatomie der Arbeit. Dort haben wir 5 Regionen befragt und Wissensarbeiter, die speziell im Büro arbeiten. Und dadurch, dass im März ein Großteil der Büroarbeitskräfte ins Homeoffice mussten, haben wir einen zweiten Teil nachgeschoben. Das ist die Anatomie der Arbeit und die Analyse im Homeoffice. Dazu später mehr. Es gibt interessante Analysen hier, wie diese 5 Länder, Großbritannien, Australien, USA, Frankreich und Deutschland, sich ändern und wie sie diese momentane Situation wahrnehmen. Dann möchte ich darauf eingehen, warum Klarheit so wichtig ist in dieser ganzen Situation, was sie bewirkt und wie Asana sich dahingehend aufstellt. Dann gibt es diese 5 Tipps für ortsunabhängiges Arbeiten. Und am Ende, wie gesagt, dann gehen wir ein auf Fragen und Antworten von Ihrer Seite. Ja, unsere Aufgabe bei Asana besteht darin, globale Teams erfolgreicher zu machen. Für uns bedeutet es, dass wir mit Asana-Nutzern in Verbindung treten, wie hier in diesem Webinar.
da wir uns in einem neuen Umfeld befinden und dort sehr viele Fragen aufkommen. Die möchten wir immer wieder durch solche Webinare adressieren. Durch unsere Arbeit mit Teams in aller Größenordnung in verschiedensten Organisationen haben wir gelernt, dass es einige wichtige Bedingungen gibt, die genau diese Teams ermöglichen, von zu Hause aus zu arbeiten. Genau die geben wir heute weiter. Wie ich vorher schon erwähnt hatte, gibt es diese Studie. Letztes Jahr hatten wir 10.000 Mitarbeiter befragt weltweit. Dieses Jahr hatten wir 5.000 Wissensarbeiter über diese verschiedenen Regionen befragt. Wir haben da mit einem Partner zusammengearbeitet, Censuswide. Und die Studie wurde zwischen 6. und 15. April durchgeführt. Daher eine kleinere Menge. Wir hätten gar nicht mehr befragen können. Und wir möchten hier die Ergebnisse präsentieren. Und was uns speziell aufgefallen ist in dieser Studie, das sind das 62 der Wissensarbeiter weltweit, das ist keine deutsche Statistik, die Nutzung von Kollaborationstool ausgeweitet hat. Das ist keine Überraschung. Kollaborationstools sind über Asana hinweg auch andere Anbieter wie Slack, wie Dropbox, Microsoft Teams. Also hier gab es eine starke Erweiterung. 19%, und das ist sehr interessant, weltweit nutzen solche Tools zum ersten Mal. Und das zeigt, dass für viele Arbeiter im Büro das ist totales Neuland war, im Homeoffice zu arbeiten. Interessanterweise der Wert in Deutschland generell Kollaborationstools ausgeweitet zu nutzen, ist bei 65%. Das ist ein Vergleichswert auf Deutschland bezogen. Die nächsten zwei Werte, die wir hier ermittelt hatten, sind nur auf Deutschland bezogen, also deutsche Wissensarbeiter, Knowledge Workers. Hier 64% in Deutschland bevorzugen es nach dieser Befragung, ins Büro zurückzugehen, anstatt im Homeoffice weiterzuarbeiten. Damit sind die Spitzenreiter in den 5 befragten Regionen. Ganz interessant. Also das Büro ist sehr willkommen bei 64%. 73%, und damit ist das die zweithöchste Rate nach Australien mit Großbritannien zusammen, fehlt den deutschen Wissensarbeiter der soziale Austausch während der Arbeit. Sehr interessant, kann ich mir gut vorstellen, mir fehlt es genauso. Und diese Studie hat uns auf einige weitere Dinge gebracht, auf die ich jetzt hier eingehen möchte. Und da fällt auf, dass das Wissen, worin Arbeit eingeht, die Klarheit, sehr, sehr wichtig war. Und um die Arbeit im Homeoffice zu unterstützen, ist das ein absolutes Schlüsselkriterium. Klarheit kann man auch transparent sagen. Was verstehen wir darunter? Es geht darum, dass alle darüber Bescheid wissen, welche Ziele man verfolgt, wer für die verschiedenen Maßnahmen verantwortlich ist, die zum Erreichen der Ziele führen und wann daran gearbeitet wird. Also wer macht was bis wann. Und Klarheit oder Transparenz ist sehr, sehr wichtig, um die Kontinuität des Geschäftsbetriebs zu ermöglichen und Teams auch dann zu unterstützen, wenn sie unter außergewöhnlichen Umständen wie diesen arbeiten. Es geht darum, im Kern, zu verstehen, wie die eigene Arbeit mit größeren Projekten zusammenhängt. Jeder arbeitet an was fokussiert, aber es fließt ein größeres Projekt ein. Und welche Ziele und Meilensteine eigentlich ein einzelner Arbeiter, Mitarbeiter, Büroarbeiter beeinflusst. Und da durch ein System, das die Arbeit so organisiert, dass alle darüber informiert sind, gewinnt die Mitarbeiter mehr Vertrauen ins Projekt, mehr Vertrauen in die Firma. Und so verstehen sie ihre Arbeit als relevant. Und so ist Klarheit im Team immer wichtig. Aber sie wird noch wichtiger, wenn man getrennt arbeitet wie momentan. Wenn es zum Beispiel kein Manager oder Kollege in unmittelbarer Nähe ist, zu dem man sich mal umdrehen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass Prioritäten aus den Augen verloren werden, Kleinigkeiten verloren gehen und auch ab und zu einfach eine Richtung zu kriegen, woran am nächsten gearbeitet werden soll. Und
Wir bei Asana haben uns hier die, wir sagen Englisch Pyramid of Clarity, Pyramide der Klarheit. Diese Pyramide kann ansetzen bei der Mission des Unternehmens und runtergehen bis zur Task des einzelnen Mitarbeiters. Aber die Pyramide kann auch ansetzen, wenn gerade ein Projekt definiert wird. Also die Spitze der Pyramide ist ein Projekt, zum Beispiel ein Marketingprojekt. Und die Pyramide, die ist durchdrungen von Prozessen und Projekten, die miteinander zu tun haben. Das eine Projekt geht in das andere rein. Prozesse, die gehen mal vertikal, mal horizontal. Aber immer zu wissen, wer ist wann an welchem Projekt mit welcher Deadline verantwortlich oder hat ein Team, das dafür verantwortlich ist. Das soll diese Pyramide der Klarheit beschreiben. Hier unterscheidet es sich auch komplett von Projektmanagement-Tools, die normalerweise im Projekt optimieren, ein Projekt. Und das heißt, sich auch oft nur in Grafiken ausdrückt, in herkömmlichen Projektmanagement-Tools. Aber hier in Asana und durch die Pyramide der Klarheit kommen Projekte, mehrere Projekte, unternehmensweit alle Projekte und Prozesse und lassen sich in ausführbare, in Englisch actionable tasks definieren. Das ist ganz speziell und ganz besonders und jeder Mitarbeiter kann hier mitwirken. Es geht weit über ein Abteilungsteam heraus, aber ein Team kann definiert werden als Firma, als Abteilung, als Subteam in der Abteilung und so weiter. Also Teams verstehen sich hier als eine Gruppe von Wissensarbeitern, die zusammenarbeiten. Also auch das haben wir in dieser Studie erfahren, dass diese Klarheit und Transparenz oft ein Hindernis ist, speziell wenn man in verschiedenen Orten arbeitet. Aber bei Firmen, die das gut machen, dass der Informationsfluss bestehen bleibt, auch sehr viel besser adressiert ist. Das war's zur Theorie und zu unseren Dingen, die wir gefunden haben in dieser Studie. Ich leite jetzt über zu Sarah Ann. Hallo Sarah Ann. Ich übergebe auch meinen Screen an Sie und dann wird es sehr praktisch und weniger theoretisch. Dankeschön, Thomas. Hallo an alle, die mich vielleicht schon kennen von der letzten Runde. Wir haben jetzt fünf neue Tipps, die wir heute mit euch teilen wollen, wie ihr besser miteinander arbeiten könnt, sobald wir in einer Situation wie dieser sind und alle im Homeoffice arbeiten müssen. Da geht natürlich oft Information verloren und um das quasi zu beheben, gibt es fünf Tipps, die ich heute ansprechen möchte. Der erste Tipp ist, Projekte für Gespräche anstelle von mehreren Chats anlegen. Das heißt, wir benutzen das auch intern, das heißt, wir machen das normalerweise auf einer Teambasis, dass wir da quasi eine Art Inbox anlegen. Das ist jetzt keine Inbox wie unsere Asana Inbox, sondern das ist einfach ein Projekt, was wir so nennen. Und das benutzen wir dann quasi, um Gespräche zu filtern. Das heißt, wenn es Fragen gibt zu bestimmten Themen, werden die da einfach mit reingepackt. Das kann auch wirklich etwas bisschen Persönlicheres sein. Und dann, wenn es zum Beispiel Sachen gibt, die relevant sind für das gesamte Team, packen wir das in unsere Referenzen hier mit rein. Aber ich zeige euch das mal, wie das in Asana aussehen kann. Ich habe hier mal ein Beispielprojekt erstellt. Das heißt, da haben wir jetzt einfach mal ein paar Teamkollegen mit reingepackt. Da haben wir auch einen Abschnitt mit reingepackt für Sachen, die umsetzbar sind. Das heißt, alle möglichen Fragen, die beantwortet werden müssen, kommen hier in diesen Abschnitt mit rein. Dann Sachen, die wirklich wichtig sind für das gesamte Team und als Referenz gelten können, haben wir in Referenz reingepackt, wie zum Beispiel, wenn man von zu Hause arbeitet, was sind hier die neuen Anleitungen, das heißt, was sind die Guidelines, die wir hier beachten müssen oder zum Beispiel Marketing-Team Q1 Brainstorming, das war wirklich relevant für alle und das kann im Nachhinein hier auch nochmal mit angeschaut werden. Dann haben wir aber auch nochmal so einen kleinen Abschnitt, der eher für das Persönliche, also fürs Gespräch mitdient. Das heißt zum Beispiel, dass man Ideen sammelt, alle möglichen Ideen und die dann auch gemeinsam bespricht. Das war jetzt der erste Teil, wie das aussehen kann. Nur mal, um zu beschreiben, wie das bei uns zum Beispiel in meinem Team aussieht, ist, wir haben da jetzt zum Beispiel auch nochmal extra Abschnitte mit reingepackt, welche Rollen verteilt sind in unserem Team, damit ich verstehe, okay, zu welcher Person kann ich gehen, wenn dieser Prozess ausgeführt wird, wenn ich dazu Fragen habe, etc.
Also es kann wirklich als so euer Teamprojekt benutzt werden. Fragen können dann automatisch beantwortet werden, sollten welche auftauchen. Und wenn ihr dann so eine Art Teammeeting habt, können dann auch bestimmte Fragen beantwortet werden, sollten die jetzt wirklich zur Arbeit an sich gehören, als Beispiel. Genau, also das, wie gesagt, benutzen wir wirklich auf Teamebene. Das ist viel, viel besser, als wie wenn wir benutzen zum Beispiel auch Slack, also wir sind da jetzt auch keine Gegner für. Aber in Slack gehen dann die Konversationen ein bisschen verloren. Wir können das dann nicht wirklich einreihen, in welchem Abschnitt das gehört und so ein bisschen kategorisieren. Genauso wie mit den Fälligkeitsdaten, die können wir dann natürlich auch nicht setzen. Aber das ist wirklich ein guter Weg, dass wir auch alle im Gespräch bleiben quasi in dieser Zeit, weil das oft verloren geht, dieser menschliche Kontakt ein wenig. Genau, das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp sind Status-Updates. Die sind besonders wichtig, damit euer Team auch informiert bleibt. Da habe ich jetzt halt auch ein Beispiel mit ausgebaut. Da kann ich euch erklären, das benutzen wir extrem bei uns intern. Hier gibt es ja auch ein Beispiel für das Produkt-Launch. Falls ihr jetzt ein Produkt launcht, zum Beispiel, gibt es dafür jetzt auch ein Projekt bei uns intern. Da wissen wir dann Bescheid, okay, wann wird welche Funktion gelauncht? Schaffen wir das planmäßig oder nicht? Also das ist auch wirklich für alle Mitarbeiter relativ wichtig und das kann man dann auch auf Teambasis nutzen. Das heißt, wenn ich jetzt zurückgehe, habe ich hier auch schon brav was ausgebaut für unser Produkt-Launch-Beispiel. Dann kann man hier über Fortschritte ganz einfach einen Status festlegen. Und wirklich jeder, der eingeladen ist in diesem Projekt, man kann sich ja auch selbst hinzufügen, wenn dieses Projekt öffentlich ist, wenn man daran Interesse hat. Das sind dann die Personen, die dafür dann auch wirklich eine Benachrichtigung erhalten. Das heißt, was wir hier machen normalerweise, das kann jetzt wirklich zum Beispiel auf einer monatlichen Basis passieren, auf einer wöchentlichen Basis oder wirklich, wenn etwas Neues, eine neue Information auftaucht, die geteilt werden muss oder sollte. Dann können wir nämlich hier ganz einfach einen Status festlegen und sagen, okay, zum Beispiel hier verläuft wirklich alles nach Plan. Wir können dann auch mit dem Ad-Symbol Personen erwähnen und sagen zum Beispiel Thomas, erstmal zum Beispiel hier, großen Dank an Thomas für den letzten Push. Dann können wir jetzt halt auch zum Beispiel sagen, weitere Informationen zu dem Launch. Ja. Und dann können wir mit dem Ad-Symbol nicht nur Personen erwähnen, sondern wir können da auch zum Beispiel Projekte erwähnen, wir könnten Diskussionen erwähnen, Meilensteine oder Aufgaben. Das heißt, hier zum Beispiel, das ist jetzt halt, unser Inbox-Rollout, das ist jetzt zum Beispiel eine von diesen Aufgaben. Das heißt, das ist wirklich diese Funktion, die gelauncht wird. Die kann ich jetzt halt einfach markieren. So, dass wirklich jeder, der dafür noch extra Informationen braucht, einfach draufklicken kann und wird dann direkt zu dieser, in diesem Fall, Aufgabe weitergeleitet. Das heißt, wenn ich hier auf Senden klicke, bekommt wirklich jeder eine Benachrichtigung. Thomas wurde hier jetzt auch als Beteiligter hinzugefügt, dadurch, dass ich ihn jetzt extra nochmal erwähnt habe. Aber wie gesagt, also wirklich hier, jeder, der hier teilnimmt, bekommt dafür eine Benachrichtigung. Und das hilft wirklich allen, im Loop zu bleiben und zu verstehen, okay, wie läuft es gerade mit den verschiedenen Projekten? Und da fügen wir uns dann normalerweise auch immer selbst hinzu, wenn wir bestimmte Projekte besonders interessant finden. Genau, und dafür kann jetzt zum Beispiel Fortschritte hier ganz einfach benutzt werden. Was auch recht wichtig ist, und da kommen wir zu unserem dritten Teil, ist Kontext mit Hilfe von Kommentaren und Diskussionen bereitstellen. Das heißt, es ist wirklich immer wichtig, so viel Informationen wie möglich zu teilen, damit auch wirklich jeder informiert bleibt. Und das können wir auf zwei verschiedenen Wegen machen, zum Beispiel über Kommentare oder Diskussionen. Als Beispiel für Kommentare, wenn ich jetzt hier zurück zu meinem Inbox-Projekt-Beispiel gehe, hier wurde eine Frage gestellt, wer ist für die Social-Kampagne zuständig? Diese Frage können wir jetzt zum Beispiel beantworten. Ich wüsste das in diesem Fall, kann ich hier auf Details gehen, die Aufgabe öffnen. In diesem Fall habe ich das jetzt halt eröffnet, diese Aufgabe. Aber wir können jetzt sagen, zum Beispiel Thomas hätte diese Frage gestellt. Dann kann ich sagen, Thomas,
In diesem Fall ist NIF für Social Kampagne zuständig. Habe ich Thomas hier erwähnt, der wird jetzt auch als Beteiligter hinzugefügt, genauso wie NIF. Und jetzt wissen beide Bescheid. Erstmal weiß NIF Bescheid, dass Thomas diese Frage gestellt hat. Und Thomas hat quasi seine Frage beantwortet bekommen. Kann ich hier auf Kommentieren klicken. Perfekt. Natürlich, Best Practice wäre hier nochmal NIF hinzuzufügen, weil NIF die Verantwortliche hierfür ist. Und jetzt können die beiden quasi darauf reagieren. Und dann, je nachdem, ob Thomas bestimmte Fragen dazu hat, können sich zu dem Thema direkt in der Aufgabe auch austauschen. Das ist ein Weg. Ein weiterer Weg, um quasi nochmal extra Kontext zu teilen, wäre, wir haben uns ja Fortschritte schon mal angeschaut. Fortschritte ist eher, um wirklich zu zeigen, ob etwas planmäßig verläuft. Aber wenn ihr jetzt halt Informationen für das gesamte Team teilen wollt, in diesem Fall, also für dieses Thema, für das Inbox-Thema hier, kann ich auf Diskussion gehen, hier eine Diskussion teilen. Oder um euch das mal als Beispiel zu zeigen, wie wir das machen intern. Das heißt, wir haben jetzt auch Teams aufgesetzt. Da benutzen wir die Teams-Konversationen oder Diskussionen als interne Kommunikationsmittel. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Marketing-Team hier gehe, könnt ihr hier sehen, das ist das Marketing-Team. Wenn ich hier auf die Übersicht gehe, habe ich die verschiedenen Projekte. Aber ich kann auch hier drin ganz einfach auf Diskussion etwas posten. Das heißt, jeder, der hier diesem Team hinzugefügt worden ist, bekommt dafür eine Benachrichtigung. Und wie ihr hier sehen könnt, wir benutzen das auch, um neue Teammitglieder vorzustellen. Das ist besonders wichtig jetzt in der heutigen Zeit, dadurch, dass wir jetzt halt auch New Hires haben, die anfangen, die wir aber so persönlich noch nie kennengelernt haben. Dadurch, dass wir alle zu Hause sitzen und von zu Hause arbeiten, ist das jetzt besonders wichtig. Und da stellen wir dann immer neue Teammitglieder quasi vor oder die stellen sich selbst vor, damit dann auch wirklich jeder Bescheid weiß, okay, wer ist diese Person, die jetzt neu angefangen hat, was sind deren Hobbys, um uns einfach so ein bisschen besser kennenzulernen. Und dafür benutzen wir die Diskussion normalerweise auf der Teamebene. Genau. Jetzt kommen wir zum vierten Tipp. Der vierte Tipp sind weitere Infos mit benutzerdefinierten Feldern erfassen. Also benutzerdefinierte Felder sind ja wirklich sehr gut, um wirklich wichtige Details nochmal hervorzuheben. Und das können wir ganz einfach machen. Ich zeige euch mal, wie das hier geht. Und dafür gehe ich zu meinem Inbox-Beispiel hier, zu meiner Liste. Ihr könnt ganz einfach benutzerdefinierte Felder hinzufügen, hier oben rechts. Felder hinzufügen. Das könnte wirklich alles Mögliche sein. Priorität zum Beispiel, die Phase oder der Status einer Aufgabe, ob die sich jetzt halt quasi in Arbeit befindet oder ob die schon abgeschlossen ist, etc. Aber ihr könnt das auch nutzen, um wirklich zu tracken, wie viel Arbeit leistet ihr eigentlich von zu Hause, seitdem ihr von zu Hause arbeitet. Das heißt, ich habe hier mal ein ganz schönes Feld angelegt und zwar von zu Hause arbeiten. Wie ihr hier sehen könnt, ich gehe mal hier rein, von zu Hause arbeiten, ja oder nein. Das ist normalerweise recht hilfreich, um zu verstehen, okay, wie viel Arbeit leisten wir eigentlich daheim, um uns auch nochmal selbst zu motivieren und um später das auch nochmal vielleicht unserem Manager vorzutragen und zu sagen, okay, schau mal, wie viel ich diese Woche schon erledigt habe. Das heißt, wenn ich hier das Feld jetzt ganz einfach ausfülle, kann ich das erstmal hier auf dieser Ebene sehen, wenn wir jetzt halt wirklich ein sehr komplexes Projekt haben, das schon länger besteht, können wir sehen, wie viel Arbeit haben wir von zu Hause geleistet und wie viel eigentlich vom Büro. Aber das ist nicht der einzige Weg. Ich kann mir auch ganz einfach einen Bericht dafür anlegen. Das heißt, ich kann hier auch ganz einfach in die Suchleiste gehen, über die erweiterte Suche, kann mir hier ein Feld hinzufügen, benutzerdefiniertes Feld und das Feld hier einfach hier mit hinzufügen. Jetzt sagen wir, okay, ich will jetzt alle Aufgaben sehen, egal wem die zugewiesen sind, auf die ich Zugriff habe, die von zu Hause quasi bearbeitet worden sind. Jetzt gehe ich hier auf Suchen, bekomme hier eine schöne Liste von den verschiedenen Projekten, die sogar schon abgehakt sind, etc. Und so kann ich dann auch viel einfacher tracken, okay, wie viel Arbeit hat mein Team oder ich selbst bereits von zu Hause abgeschlossen, wenn wir das auch im Nachhinein, wenn wir alle wieder zurück im Office sind, können wir das recht gut dann bereitstellen mit diesen Feldern. Wenn mir dieser Bericht wirklich gut gefällt, kann ich ihn auch ganz einfach speichern.
Das heißt, ich nenne das jetzt WFH, das heißt Working from Home auf Englisch. Das finde ich immer ein bisschen einfacher. Dann speichere ich mir die Suche und kann das ganz einfach hier unter meinen Berichten immer wieder finden. Das heißt, es wird sich live updaten. Sobald ich neue Aufgaben hinzufüge, kann ich diesen Bericht immer wieder verwenden, um zu tracken, um Berichte zu erstellen etc. Jetzt kommen wir zu unserem letzten Tipp und das sind Grenzen setzen mit Abwesenheitsfunktionen. Das ist extrem wichtig. Dadurch, dass unser Arbeitsbereich jetzt mit zu Hause ist, müssen wir auch die klare Linie ziehen können und sagen, okay, wir sind jetzt daheim, jetzt hat das jetzt erstmal nichts mit Arbeit zu tun, es ist Feierabend. Und um diese Grenze besser ziehen zu können, können wir auch ein paar Einstellungen in Asana vornehmen. Und das kann ich ganz einfach machen, indem ich auf mein Profilbild oben rechts gehe, meine Profileinstellungen. Und dann kann ich mich entweder hier unten als abwesend anzeigen, sollte ich mal frei haben. Ich weiß nicht, ob ihr auch Urlaubstage habt in der Zeit, aber das kann natürlich vorkommen. Oder solltet ihr krank sein, könnt ihr euch hier unten erstmal als abwesend anzeigen, für die bestimmten Tage zum Beispiel. Dann werdet ihr auch ausgegraut angezeigt. Plus die Person, die euch eine Aufgabe zum Beispiel zuweist, sieht auf dem ersten Blick und hat die richtigen Erwartungshaltung an euch und weiß, okay, wahrscheinlich wird diese Person diese Benachrichtigung erst am Freitag erhalten. Aber ihr könnt auch über Benachrichtigungen viel besser Sachen hier einstellen. Also ich habe hier zum Beispiel eingestellt, dass ich keine Benachrichtigung zwischen 17 Uhr und 9 Uhr morgens bekomme, weil das ist dann wirklich außerhalb meiner Arbeitszeiten. Dafür will ich jetzt keine Push-Up-Benachrichtigung bekommen, wenn da jetzt etwas zum Beispiel bei uns im USA-Office mit reinkommt. Das schaue ich mir dann erst um 9 Uhr morgens an. Plus die Person, die das jetzt halt mir zuweisen wird, diese Benachrichtigung sieht dann auch dieses kleine schlafende Glockensymbol und weiß direkt, okay, die Person wird das wahrscheinlich nicht bis zum nächsten Tag als eine Benachrichtigung erhalten. Das Gleiche gilt hier, kann ich Samstag und Sonntag auswählen, um wirklich sicherzustellen, okay, das sind die Tage, an denen ich nicht arbeite. Und ich kann hier ganz einfach die Browser-Benachrichtigung auch so einstellen, dass ich zum Beispiel nur eine Browser hier Notifikation erhalte, wenn jemand mich in einem Kommentar oder in einer Diskussion zum Beispiel erwähnt, dadurch, dass es dann wirklich mich persönlich betrifft, als Beispiel. Also das kann ich hier ganz einfach einstellen, um dann wirklich die Linie richtig ziehen zu können und zu sagen, okay, von 9 bis 17 Uhr arbeite ich, dann bin ich erreichbar und danach habe ich Feierabend und schaue erstmal nichts an, was jetzt halt arbeitstechnisch, alles was die Arbeit angeht. Genau, das sind alle Tipps, die ich euch zeigen wollte. Um nochmal kurz zusammenzufassen. Der erste Tipp war, verwenden Sie Projekte für Gespräche anstelle von mehreren Chats. Einfach, dass wir alles an einem Ort haben, plus wir können dann kategorisieren, ob es eine Referenz ist, ob es umsetzbar ist, ob es etwas mit Ideen zu tun hat etc. Und dann könnt ihr das auch sammeln und im Nachhinein tracken. Zweiter Tipp war, halten Sie Ihr Team mit Status-Updates und Diskussionen auf dem Laufenden. Das benutzen wir, wie gesagt, täglich bei uns intern. Ist super hilfreich, wenn sich mal etwas verschiebt vom Plan, haben wir die richtige Erwartungshaltungen und können das auch an unsere Kunden weitergeben. Drittens, stellen Sie Kontext mit Hilfe von Kommentaren und Diskussionen bereit. Extrem wichtig, erst recht, wenn wir jetzt alle von zu Hause arbeiten. Wie gesagt, wenn ihr jetzt zum Beispiel neue Personen habt, die anfangen, einfach um die jedem vorzustellen, dass wir da auch eine erste Beziehung aufbauen können mit diesen Personen, kann es recht wichtig sein, auch Diskussionen zum Beispiel auf der Teamebene hinzuzufügen. Geben Sie mit benutzerdefinierten Feldern an, wann und wo Aufgaben umgesetzt werden. Wie gesagt, hilfreich, erstmal um zu verstehen, okay, wie viel Arbeit leisten wir eigentlich von zu Hause, plus vielleicht auch im Nachhinein, wenn das Ganze vorüber ist, wir alle wieder im Office sind, um zu verstehen, okay, das haben wir alles von zu Hause geschafft, um sich da auch mal auf die Schulter klopfen zu können. Dann fünftens, sorgen Sie mit Abwesenheitsfunktion für das richtige Verhältnis von Erreichbarkeit und Verfügbarkeit. Wie gesagt, wenn ihr mal nicht erreichbar seid, ist das super gut, um dann die richtige Erwartungshaltung zu setzen, aber auch um wirklich den Schlussstrich zu ziehen, okay, ich arbeite von 9 bis 17 Uhr zum Beispiel, danach schaue ich erstmal nichts mehr an und um da die richtige Erwartungshaltung zu setzen, kann das auch relativ wichtig sein. Genau, das war alles, was ich
in der Demo hier mit zeigen wollte. Wir können uns jetzt gerne mal die Fragen anschauen. Thomas, hast du da schon welche entdeckt, die besonders... Ja, sehr gute Fragen. Kommen langsam rein. Danke, Sarah Ann. Klasse. Die erste Frage bezog sich auf Regeln. Dass Tasks eine oder mehrere Tags an eine Task setzen. Es sei wohl der Fall, dass die Regeln sich nicht auf die Tags beziehen. Weißt du das da mehr? Ja, das stimmt. Und ich glaube auch nicht, dass wir das umsetzen werden in dem Fall. Der Grund, es gibt ja benutzerdefinierte Felder und Tags. Der größte Unterschied dabei ist, dass Tags für kostenfreie Nutzer quasi da sind und benutzerdefinierten Felder fangen ab dem bezahlbaren Plan an und Regeln sind ja auch auf dem Businessplan mit drin. Das heißt, deswegen werden wir das wahrscheinlich auch in der Zukunft nicht umsetzen, dass wir das verknüpfen mit Tags. Aber ich kann es trotzdem als Produktfeedback mit aufnehmen. Ich will da bloß die richtige Erwartungshaltung setzen. Sehr gut. Hier die zweite Frage. Habt ihr Erfahrungen, Tricks zur groben Zeitplanung von Social Media Content via Asana? Also wir haben ja leider, also wir haben sehr viele Tracking-Integrationen, mit Time-Tracking-Integrationen, die ihr verwenden könnt. Das heißt, wenn ihr einfach in Asana, in Google eingibt Asana-Integrationen, solltet ihr auf die Page von uns kommen. Da haben wir über, ich glaube, 100 Stück. Und da solltet ihr an der Seite bei Zeiterfassung alle Tracking-Tools sehen können. Die sind aber allerdings von Drittanbietern. So wie ich das gesehen habe von Kunden, die das übernehmen, die packen normalerweise ein benutzerdefiniertes Feld rein für die Nummer, für die geschätzte Zeit, die sie verbringen wollen. Das ist natürlich nicht super akkurat, aber einfach, um die Schätzung quasi mit reinzupacken. Dadurch, dass man jetzt sich auch den Durchschnitt anschauen kann von diesen Nummern benutzerdefinierten Feldern. Ich kann auch noch verweisen auf unsere Community. Nachher kommen die Links dazu. Kann man Erfahrungsaustausch weiter treiben. Auf jeden Fall. Aktuell sind die individuellen Felder auf 20 je Aufgabe begrenzt. Gibt es da Erweiterungsmöglichkeiten? Man kommt schnell an die Grenze. Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass da jetzt noch keine Erweiterung jetzt hat wirklich geplant ist. Moment, ich muss nur mal kurz gucken. Limitierung... ich weiß nur, dass es, also ich habe das jetzt noch nicht gehört, dass das jetzt halt erneuert werden soll. Ja, ich müsste es jetzt nochmal nachschauen. Ja, lass uns das im Nachgang dann machen, ne? Genau, ja. Es sind leider nur 20 auf dem Listenprojekt möglich. Genau. Mhm. Ja, leider geht es nicht höher hinaus. Aber wir können es als Produktfeedback aufnehmen. Ja, und dann, wie verbindet ihr eure E-Mail, zum Beispiel Outlook, mit Asana? Mhm. Viele Tasks werden als klassische E-Mail verschickt und diese Verbindung dann. Genau, also wir haben ja, unsere ganze interne Kommunikation ist in Asana, also dafür benutzen wir gar keine E-Mails. Allerdings gibt es eine Outlook und eine Gmail-Integration für Asana, was super einfach ist, dass man aus einer E-Mail direkt eine Aufgabe erstellen kann. Das heißt, normalerweise, was für einen Fall wir da nehmen, ist, wenn wir jetzt halt etwas, ein Follow-up benötigen oder nochmal eine andere Person ins Boot holen müssen, die etwas bearbeiten muss, würden wir aus dieser Aufgabe automatisch aus dieser E-Mail eine Aufgabe erstellen in Asana. Das heißt, wenn ihr Asana Outlook eingibt als Beispiel, da gibt es auch ein kurzes Bild. So schaut das circa in der Seite aus. Da wird dann automatisch alles übernommen. Das heißt, Anhänge, die Leute, die in CC sind, die Kommentare, das wird alles mit reingepackt in Asana. Ihr könnt auswählen, in welchem Projekt das drin sein soll, wem das zugewiesen werden soll als Aufgabe. Also das könnt ihr ganz einfach miteinander verbinden. Sehr gut, danke. Es gibt hier noch eine Frage zu DSGVO. Wie wird diese umgesetzt, beziehungsweise wo liegen die Daten, die über Asana ausgetauscht werden? Das kann ich übernehmen. Wir sind DSGVO-konform und wir haben ein Rechenzentrum in Frankfurt, aber nicht für jeden Plan. Das heißt, die freie Version von Asana, die ist
wahrscheinlich ein Datenzentrum in den USA. Aber Enterprise-Pläne können dann ins Datenzentrum in Frankfurt migrieren. So, das war's zu den Fragen bisher. Ich habe jetzt alle adressiert. Moment, ich gehe nochmal ins... Na, hier sind noch weitere. Gibt es eine Salesforce-Verknüpfung, Sarah-Ann? Ja, gibt es. Wir haben jetzt ganz neu eine Salesforce-Integration rausgebracht. Die funktioniert auch super. Das heißt, da kann man wirklich ganz einfach die Sachen von Salesforce in Asana reinladen. Und so können wir dann auch ganz einfach quasi die Sales-Teams mit den anderen Teams mit verbinden. Das heißt, da könnt ihr ganz einfach Asana und Salesforce eingeben in Google. Dann kommt ihr zu der richtigen Seite. Da wird auch alles genau erklärt, wie das aufgesetzt wird. Plus es wird erklärt, was genau diese Integration alles schaffen kann. Die ist relativ neu, ich glaube 1-2 Monate alt. Genau, da am besten einfach ausprobieren. Wenn ihr da Hilfe mit dem Setup braucht, einfach Bescheid geben an unser Team. Gut, danke. Hier ist noch ein Hinweis, eventuell Entwicklungsfeedback, aber danke fürs Feedback. Immer, wir sind sehr gerne im Austausch. Einträge hinter einem Tag, eine Auflistung, können nicht sortiert werden. Zum Beispiel nach Fälligkeit steht hier. Ist das geplant, erstens? Und zweitens, wenn es nicht geplant ist, können wir es auch als Feedback zurückgeben. Einträge nach einem Tag. Ich weiß jetzt leider nicht genau, was damit gemeint ist. Tag/taggen. Ah, nach einem Tag. Entschuldigung. Tag. Ja, ich glaube, was jetzt wirklich Tags angeht, muss ich da euch ehrlich gestehen, dass ich glaube, dass es da nicht wirklich viele Verbesserungen geben wird, dadurch, dass benutzerdefinierte Felder sehr viel stärker genutzt werden und sehr viel weniger Limitierungen haben. Drum glaube ich, was jetzt Tags angeht, wird es keine großen Verbesserungsmöglichkeiten geben. Wenn ihr jetzt auf einem Kostenplan seid, wo ihr bezahlt, könnt ihr ganz einfach mit benutzerdefinierten Feldern arbeiten. Da wird dann nämlich dann alles sortiert, wenn ihr das benutzt. Also das könnt ihr unter den verschiedenen Abschnitten ganz einfach sortieren. Das geht leider bei den Tags noch nicht. Okay, gut, danke. Hier noch eine Frage und das ist dann die letzte, bevor wir das abschließen. Wie sind wir mit der Zeit? Ja, die so genau richtig von der Zeit her. Wir versinken in einer großen Anzahl Teams, Projekte. Gibt es Hilfsmittel, Lernmittel, um die Aufteilung Teams, Projekte, Aufgaben sinnvoll zu gestalten und zu organisieren? Zudem erhalten Mitarbeiter viele Benachrichtigungen und werden von riesigen Inboxen überfordert. Hinweis noch, es gab vorher keine Kollaborationstools im Einsatz, wenig Erfahrung und mit Vorlagenanleitungen werden jeweils einzelne Aspekte aufgezeigt, doch die Integration in das gesamte Unternehmen erstellt sich etwas komplexer. Hast du da Tipps und Tricks aus deiner aus der Hüfte geschossen, Sarah-Ann? Auf jeden Fall. Also ich arbeite gerade mit einem Kunden, mit dem ich wirklich geholfen habe, von ganz Anfang an, den allen Mitarbeiter quasi auf Asana aufzusetzen, das alles zu strukturieren. Das geht jetzt schon seit Februar. Aber wir haben versucht, wirklich strukturiert anzufangen. Das heißt, wir nennen das Conventions. Da haben wir ein Projekt angelegt, auf die jede Person Zugriff hat, wo wir reingepackt haben, okay, was für benutzerdefinierte Felder werden bei uns in der Organisation genutzt? Welche Farben hinterlegen wir für die Projekte und was bedeuten die? Welche Teams sind aktiv? Welche Teams sollen benutzt werden? Lauter solche Sachen, dass wir so eine Anleitung haben, wo man sagt, okay, das sind die Sachen, die benutzt werden sollen, auf diese standardisierte Art und Weise. So stellt man sicher, dass es dann nicht zu messy wird in dem Fall, weil das passiert manchmal, wenn jeder auf einer anderen Seite quasi ein bisschen anfängt, mit Asana zu arbeiten, jeder arbeitet ein bisschen anders, ist es wichtig, dass man dann so festlegt, okay, wie schaut das bei uns in der Organisation aus und was soll in Asana drin sein und was nicht? Also solche Fragen würde ich mir stellen und versuchen, da so eine Art Guide quasi mit aufzusetzen. Also da gab es viele verschiedene Arten und Weisen. Da hatte ich einen Kunden, der hat kurze Videos aufgesetzt. Ein anderer Kunde hat ein PDF angelegt mit allen Sachen, wie genau Asana bei denen in der Organisation verwendet werden soll. Also sich da vielleicht ein bisschen Gedanken zu machen und vielleicht auch im Forum, in dem Community-Forum einfach mal nachfragen. Da bekommt man dann auch Tipps von unseren Kunden quasi, wie die das genau umgesetzt haben. Gut, danke. Ich habe auch noch einen Hinweis dazu. Wir haben ein weiteres Webinar, da werden wir mit Team Beverages, das ist eine Firma, ca. 200 Mann, ca. 200 Mitarbeiter,
zeigen, wie Tim Beveridges speziell Asana eingeführt hat. Das ist 2 Jahre her. Und dort wird der Projektleiter sprechen, was er da vollzogen hat, wie er das durchgeführt hat. Das ganze Webinar ist am 28. Mai und wird mit der Vogel IT, ich glaube, IP Insider durchgeführt. Die Einladung kommt an jeden, der gerne von uns E-Mails empfangen würde. Okay, das zu den Fragen. Ich habe den Screen wieder zu mir übernommen. Wir möchten kurz im Abspann nochmal Tipps geben, wo man weitere Informationen zu Asana kriegt. Zunächst mal eine Übersicht über die Firmen, die Asana einsetzt. Ist wirklich jede Firmengröße zurück zur Pyramide der Klarheit. Das sind kleine Firmen, das sind Firmen, die setzen das als Task-Management-Tool ein. Aber es gibt wirklich Firmen, die das von in der gesamten Belegschaft von Wissensarbeiter einsetzen, zum Beispiel Team Beverages, um dort die gesamte Projekte oder die Firma als ein Projekt verstanden abzuhandeln, um das Was, Wann und Wer von Kollaborationstools festzuhalten. Das macht Asana und dadurch kommt diese Klarheit oder Transparenz zustande. Also querbeet, Startups wie Personio, Firmen, die es seit mehr als 100 Jahren gibt, wie Wiesmann, in viele Branchen, Roche, Beiersdorf, das sind alles deutsche oder deutschsprachige Firmen in der Schweiz, Österreich, Deutschland. Kliniken Köln, kleinere Organisationen, aber auch die sehen da Mehrwert an Asana. Generell, wo finden wir weitere, wo kann ich Sie hinleiten für weitere Informationen? Das ist zunächst mal das Community Forum, hier der Link dazu. Das sind alles Asana-User, aber auch Asana-Advokaten, die sind sehr tief in der Materie drin und nehmen sich die Fragen an. Der Blog von Asana, das sind eher leitende Informationen, wie zum Beispiel diese Studie, die ich vorgestellt habe, wie verhält sich das, wenn Asana in einem gewissen neuen Umfeld eingesetzt wird. So kann man den Blog verstehen und natürlich unsere Support-Abteilung. Generell die Community würde in Städte kommen. Hier war der Besuch in Hamburg geplant am 14. und 15. Mai. Das ist natürlich momentan virtuell, aber wir führen diese Community-Treffen, das heißt Asana Together World Tour, weiter durch. Und hier der Hinweis drauf, 14. Mai auf Deutsch, 15. Mai auf Englisch, online. Da geht es 2 Stunden am Morgen über die Einführung zu Asana und am Nachmittag ist das für Fortgeschrittene. Wie gesagt, diese Meetings waren in Person geplant, dass dort eingeladen wird. Wir waren am Anfang des Jahres im Januar in Hamburg. Das war so erfolgreich, dass wir entschieden hatten, Mitte Mai wiederzukommen. Und sobald dies wieder möglich ist, wird es auch wieder stattfinden. Wie und wann, das können wir momentan nicht sagen. Das war's zum Webinar. Vielen Dank. Wie gesagt, Präsentation und Aufzeichnung geht Ihnen zu. Und damit beende ich. Danke, Sarah Ann, für die Tipps. Wir verbleiben bis zum nächsten Webinar. Wiedersehen. Okay. Tschüss.